Nicht schlecht, nimm diesen Orden. Du hast ihn dir verdient. Yes! Oh, wenn der so im Bildschirm ist, dann fühlt sich das an, als würde ich ihn so greifen. Und ja, ich hab den dann wirklich. Das fühlt sich viel echter an, als in den alten Spielen. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Ach ja, hiermit kannst du auch schon was anfangen. Damit werden deine Pokémon zu echten Muskelmon. Wow, Buller. Ja, ja. Protzer, die Attacke, die er gerade selber eingesetzt hat, aber ich werde, glaube ich, keine Verwendung dafür haben. Die Attacke Protzer sorgt für kurze Zeit dafür, dass der Anwender zu einem echten Muskelprotz wird. Denn nach dem Einsatz schießen sein Angriffs- und Verteidigungswert in die Höhe. Ich sehe in dir ein Talent, das sich eines Tages zu einem Sturm entwickeln und bei anderen Trainern eine Welle des Erstaunens auslösen wird. Ach ja, war schon in der Granithöhle, sie liegt nördlich der Stadt. Ja, da war ich. Aber konnte nicht weiter. Ein wirklich faszinierender Ort mit einem jahrtausendalten Wandmalerei und seltenen Steinen. Vorhin habe ich meinen bekannten Schwei davon erzählt und er ist sofort voller Vorfreude zur Höhle gestammt. Okay, den Typen müssen wir ja treffen. Kann ich aufs Laufband? Nö, ne? Ja, Pech gehabt. Dann hauen wir mal ab. Jetzt ist alles hell. Hier. Guck mal, ich kann jetzt auch hier durch. Ach, keine Ahnung. Moment, ein Laufband läuft sogar, aber ich kann da nicht rauf. Die Arena ist jetzt voll hell und so. Ja. Gut, die Höhle ist ja dunkel gewesen. Oh, Moment, wir gehen erstmal ins Pokémon Center. Die Höhle ist ja dunkel gewesen. Wir haben ja Blitz bekommen. Um es zu erhellen. So, aber da kommt jetzt eine Kleinigkeit. Nämlich, Moment, Beutel. Ist es halt eine Attacke, die aber gar nicht so gut ist. Blitz. Ein blendendes Licht reduziert die Genauigkeit des Zieles. Also echt unspektakulär. Trassler kann es erlernen. Und wir brauchen es. Aber ich bin mir zu schade, es Trassler beizubringen. Deswegen habe ich doch eine Idee. Wir gehen mal an den PC und nehmen ein Pokémon mit, nämlich das andere Trassler, was wir mal gefangen haben, und bringen ihm mal die Attacke bei. Also laufen jetzt kurzzeitig mit zwei Trasslers so gesehen rum, bringen dem anderen Trassler die Attacke bei und der kann uns dann helfen. Seht ihr? Ja, okay, ne. Ja, ich werde es ihm beibringen. Der kann ja eh nur Heuler sonst. Okay, easy going. Haben wir es erledigt. Können jetzt auch mal die Höhle so uns anschauen. So. Ach ja, besser nicht rennen, sonst kommen mehr wilde Pokémon. Erstmal ein bisschen nervig, aber so ist das. Ja, jetzt sind die Typen auch weg. Und haben wir ein Pokémon. Ein Makuhita schon wieder. Ja, ich glaube, wir hauen mal ab. Vor Makuhita. Level 12, also nicht schlecht schon mal. Vom Level her sind die schon auf jeden Fall beachtlicher. So, jetzt mal schauen. So dunkel ist das doch hier gar nicht. Da ist der Typ doch schon. Toll, ich habe voll den Aufwand gemacht, weil... Oh, coole Hieroglyphen. Ja, in den alten Editionen war es halt so, dass die Höhle dunkel war. So, aber irgendwie, naja. Okay, das zeigt anscheinend irgend so ein Monster und Vulkane. Ist das ein Alpha Saphir dann anders? Frage ich mich. Dann schauen wir mal. Vor der reinen Bildgewalt dieser Wandmalerei auszuurteilen, muss dieses urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben. Und seine Form erst ähnelt uns bekannten Mega-Entwicklungen. Aber irgendwas ist an ihr anders. Ja, ich muss das unbedingt näher untersuchen. Und du bist... Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünschte, ich hätte mich Punkt, Punkt, Punkt genannt. Ah, freut mich, Marco. Jetzt hätte ich fast vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Troy. Meine Leidenschaft für seltene Steine treibt mich Land auf Land ab durch die weite Welt. Nanu, du hast einen Brief für mich. Die Hülle ist viel kleiner, um ehrlich zu sein, als in, naja, Original Rubin. Weil, da ist er direkt schon. Danke dafür, dass du extra die Mühe gemacht hast, mich aufzuspielen. Hast du diese Belohnung verdient? Lass mich überlegen. Ich hab's. Hier, ich möchte diese TM-Schenke. Sie enthält Stahlflüge, meine Lieblingsattacke. Cool. Nur leider kann ich es, glaube ich, niemandem beibringen. Das ist eher sowas für Flug-Pokémon. Ach, übrigens. Darf ich dich fragen, ob du irgendwas beim Anblick dieser Wandmalerei empfindest? Selbst ein flüchtiger Blick auf dieses Kunstwerk aus der Urzeit verrät, welche Ehrfurcht die unvorstellbare Kraft des legendären Pokémon unseren Vorvätern weckte. Allerdings hat dein Pokémon-Team keinerlei Grund, sich vor ihm zu fürchten. Es scheint einiges auf dem Kasten zu haben. Wenn du und dein Pokémon-Team so weitermacht wie bisher und beim Training nicht nachlässig seid, dann könnt ihr eines Tages sogar den Gipfel der Pokémon-Liga erklimmen. Ja, ich kann mir dich sehr gut als künftigen Champ vorstellen.
Wieso kennt der? Der weiß auch gar nichts über mich. Na gut, ich muss mich beeilen. Auf bald und viel Erfolg. Gut, das war's dann im Prinzip hier. Also das können wir jetzt... Oh, auf beiden Armen hat es ein Symbol, das wie ein Omega aussieht. Cool, so heißt das Spiel. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Ich weiß nicht, ob hier drin wilde Pokémon kommen können. Ich glaube sogar eher nicht. Ja, dann hauen wir mal wieder ab. Warte mal. In dieser Höhle leben anscheinend Makuhitas und Kleinstein. Ich renne jetzt auch mal. Ich weiß nicht, war es das oder gibt es hier noch mehr? Ich will noch ein bisschen gucken. Jetzt kommt natürlich gar kein Pokémon mehr. Jetzt, wo man doch mal eins haben will. Guck mal, wie bescheuert das aussieht, wenn ich renne. Makuhita. Ich will mich ehrlich gesagt noch ein bisschen umschauen. Ja, jetzt ist das natürlich Verschwendung, da ich doch das zweite Trassler mitgenommen habe. Also da lag ich anscheinend falsch, das brauchen wir gar nicht. Pokémons. Pokémons. Also wenn jetzt echt nur Makuhitas kommen, dann gehe ich. Ein Zubat. Okay, es ist schon mal was anderes, aber... Ja, ich mag X-Bad auf jeden Fall, aber... Nö. Flucht... Ah, Flucht gescheitert, du Arsch, Alter. Ich sagte, ich würde gerne gehen. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir nach zwei Orden immer noch zwei Pokémon haben so ein bisschen wenig vor. Also ich würde echt schon gerne so vielleicht ein drittes Mal in meinem Team haben. Gut. Abra. Abra ist cool, aber... Es zu Simsala zu entwickeln ist irgendwie nicht wirklich gut möglich, weil wäre ja dafür... Hier, wie heißt das? Wir müssen es tauschen und irgendwie habe ich, glaube ich, nicht die Gelegenheit momentan dazu. Und außerdem haben wir ja schon ein Psycho-Pokémon im Team. Noch einer Makuhita. Okay, sagen wir so, wir gucken noch drei Pokémon. Noch drei weitere. Und dann verlassen wir die Höhle, okay? Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal für uns alle. So. Es kommt erstaunlich wenig. Wer weiß, ob nicht auch irgendwo... Ja, noch ein Zubat. Also Zubat ist so das standardmäßigste Höhlen-Pokémon, was es gibt irgendwie. Ja, jetzt verletzt es mich auch noch. Vielen Dank dafür. Flucht gescheitert? Ach, komm schon. Ja, entkommen. Dankeschön, ey. Ich komme ja gar nicht mehr zurecht. So, das war jetzt eins oder waren das schon zwei, weil ich gesagt habe? Ich habe gar nicht mitgezählt. Noch ein Makuhita. Ja, ich glaube, das war's dann mehr. Spektakuläre Pokémon finden wir dann, glaube ich, hier nicht mehr. Vor dem, da dürfen wir wenigstens immer abhauen. Bei Zubat sieht das eher kritisch aus. So. Ach, na gut. Ich habe zwar gesagt, noch eins, aber... Jetzt bin ich eh schon draußen. Ja, dann gehen wir weiter. Also, und ihr fragt euch, was weiter ist. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu diesem lustigen Kerl, der uns gefahren hat. Auf dem Board. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den Brief abgegeben? Ach ja, ich habe eine Nachricht von Mr. Trump von der Devon Corporation erhalten. Er bittet dich, die Devon-Waren in die Werft, in der Werft von Captain Brick in Graffitport City abzuliefern. Also, wohin darf ich dich mitnehmen? Ja, dann dahin. Boah, wie hat er die Nachricht von ihm bekommen? Das, darauf geht man auch gar nicht ein. Der sagt das einfach. So, und jetzt mal in einer ganz anderen Siedlung. Ahoi, wir haben in Graffitport City angelegt. Jetzt kannst du Captain Brick die Devon-Waren vorbeibringen. Ja, nett. Naja, vorher sind wir hier. Ah, ist der Vögel verscheuchen. Ah, dann nehmen wir mal eine chillige Liege hier. Na gut, wir können nur sitzen und wenig anständig liegen. Und hier gibt es auch viele Pokémon-Trainer. Oh, was? Ich habe einfach auf A gedrückt. Okay, jetzt habe ich einen Beleber. Doch wäre ich jetzt eigentlich hingekommen. Jetzt spreche ich alle Sonnenschirme an. Am besten. Ich kenne Hilfe auf der gesamten weiten Welt, aber Graffitport City hat den schönsten von allen. Das ist natürlich ein Anlass zum Kämpfen. Verstehe ich vollkommen. Boah, der hat Muckis. Und einmal Schollo. Ja, ich glaube nicht, dass er damit weit kommt. Schon in der Arena. Ah, guck mal, im Hintergrund sieht man die Stadt. Oh, der ist sogar ein Level über mir. Okay. So. Doch so Arena-Niveau, würde ich sagen. Vom Level her. Also Arena-Leiter-Niveau. Fußtritt. Die Attacke nicht auf Fußkick? Haben die umbenannt? Initiative sinkt? Nein, dann ist das eine andere Attacke irgendwie. Wenn die Initiative davon sinkt auf einmal, das ist mir ganz neu.
Aber ja, wenn das alles war, dann tschö. Dann war's das. Jo, Level 15 erreicht. Ein bisschen Werte steigen. Du bist der Beste. Ich weiß, ich bin der Beste. Danke, dass man das jemand sieht. Ich bin wirklich der Beste. Okay, dann schauen wir uns mal auf weiteren Trainern um. Kann ich das Schild nicht lesen? Hier, Wasserroute. 109. Das sind noch so zwei Kinder. Eine tolle Sandbox zu bauen dauert ganz schön lange. Das ist für dich. Ich kenne die nicht, aber das ist für mich purer Sand, verstärkt Bodenattacken. Wir nehmen allen Sand vom Strand und bauen damit eine ganz große Burg. Dann sind wir Königin und König und du darfst unser Diener sein. Das ist echt cool. Ich meine, ich habe immerhin schon ein nettes Item bekommen. Pokémon mit gleichem Level haben nicht unbedingt identischen Statuswerte. Ja, das weiß ich, ja. Warte, was stand da gerade? Der zweite Satz. Pokémon, die von Trainern betreut werden, werden angeblich stärker als wilde Pokémon. Ja, kann ich mir vorstellen, oder warum nicht? Oh, das Kind kämpft. Sonnenschirme sehen aus wie riesige Blumen. Findest du nicht auch? Nee. Nee, klein. Planscherin Lola mit Azurill. Okay, das ist ja immer voll lahm. Ist Azurill beziehungsweise Meryl und Azumarill nicht jetzt auch Feen-Pokémon seit neuestem? Setzen wir mal Säuselstimme ein. Wenn das sehr effektiv ist, dann müsste das eigentlich ein Feen-Pokémon sein. Ah. Oh, das Fee auf Fee doch nur neutral. Vielleicht stehe ich auch falsch, keine Ahnung. Ja, wenn das so ist, dann bleiben wir bei der Konfusion. Die ist ja zumindest ein bisschen stärker. Seht ihr? Stärker. Oh, Charme, okay. Ist mir scheißegal, die Attacke. Angriff steigt, sinkt man nicht natürlich. Gut, so Nazul ist natürlich ein popliges Pokémon. Hat man relativ schnell besiegt. Mami! Oh, das ist hart. Und Geld gibt's auch nicht wirklich viel. Es ist ein kleines Mädchen. Was mit dir, Mr. Man? Mr. Man, meine ich. Oh, die reden über Regenwasser und Umweltverschmutzung. Das ist ja voll langweilig. Oh. Matrose, kämpfen wir. Oh, kämpfen gegen mich? Ja. Er hat vorhin noch die richtige Antwort so auf meine Ansage gehabt. Monty. Oh, der hat einen Wingull. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir so eins im Kampf sehen. So am Strand, so entlanglauf, also. Oder von diesem Typen haben wir ja ständig eins gesehen, aber jetzt mal endlich einen Kampf. Super Scheuer, geht zurück mal daneben. Und wir dürfen direkt nochmal, dank der Flinkklaue, das ist sehr geil. Und ein Pokémon ist down. Okay. Und gegen Kampf-Pokémon habe ich ja sowieso gute Karten, denke ich. Ja, kein Problem. Tut's ein bisschen weh, ne? Also mir nicht, sondern ihm. Und ich darf noch... Boah, ich liebe die Flankklaue. Die ist echt genial. So, dass ich immer so genau zweimal hintereinander darf. Dass der Gegner keine Chance hat. Weil ich natürlich noch mehr lieben würde, wenn Trassler nicht so scheiße langsam wäre, aber das ist halt das nächstbeste dann dafür, das Item. Hat er gekotzt? Muss wissen, dass ich sonst viel stärker bin. Im Moment bin ich schon seekrank. Eigentlich bin ich Matrose, aber... Ah, Pech gehabt. Ja, da oben ist halt Graffit Port City, ne? Oh, hier ist noch ein Item. AP Plus, aber das wird sicher noch mir zum Nutzen kommen irgendwann. Für irgendeine Attacke, um die AP zu erhöhen. Ja, da ist die Stadt, aber gehen wir gleich da rein. Yo, Trainer, bist du in Eile? Musst du wieder fort? Erfrische dich doch an Papas Ort. Oh, das ist ein cooler Slogan. Mache ich das auch mal. Kämpfen die auch? Moment, an dem bin ich eben an diesen Leuten vorbeigelaufen. Kämpfen die? Kleine Kinder sind flink und immer auf Achse. Man darf sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Das strengt an. Aber meine Kinder sind bei meinen Pokémon. Auf was auch immer stand als letztes. Ich habe es aussehen übersprungen. Hab ich einen Durst? Ich habe Lust auf einen Sprudel im Strand aus. Strand aus? Strandhaus? Okay, ich habe ja gesagt, an diesem Strand sind ziemlich viele Kämpfer unterwegs. Meistens sind zwar Matrosen und kleine Kinder. Aber die zählen trotzdem. Drei Pokémon. Ich habe mir schon wieso drei Pokémon. Also, dass wir drei haben, aber wir haben ja zwei Trasslers im Gepäck. Wow. Au, der gibt mir mit der Kopfnuss voll eine.
Ich glaube, der besiegt mich, ja? Dann tauschen wir mal aus. Nee, lass mal nicht das andere Trassler kämpft, das irgendwie doof. Sondern Flemli. Ja, tut ein bisschen weh halt, ne? Okay, und wir greifen mit Blut an. Blut ist gut. Und noch einen hinterher. Wenigstens ist das nicht wie so ein Schnürsel, der immer noch eine Top-Genesung da am Start hat. Aber dafür kriegen wir am Ende auch kaum Geld. Statt 1000 irgendwas kriegen wir... Na, wie viel Geld kriegen wir denn? 56, also davon können wir uns gar nichts kaufen. Und der Matrose will bestimmt auch noch kämpfen, oder? Nö. Achso, das ist der von eben. Ah. Ja gut, dann haben wir da das Strandhaus. Moment, wir gehen mal in die Stadt, aber macht die Augen zu. Ihr dürft noch nicht gucken. Ich bin eigentlich nur hier, um kurz ins Pokémon Center zu gehen. Danach gehe ich sofort wieder zurück. Die Stadt erkunden wir noch. Ach, alles beim nächsten Mal, alles beim nächsten Mal. Aber jetzt will ich nur mal kurz meine Pokémon ein. Ich spreche auch niemanden sonst an. Mache ich alles noch danach. Habt ihr die Augen noch zu? Gut. Gut, obwohl jedes Pokémon-Center sieht ja im Prinzip gleich aus. Legen wir mal kurz das andere Trassler wieder ab. Das brauchen wir ja wirklich nicht. Ich meine, im Prinzip macht es ja keinen Unterschied, ob wir das mitnehmen, aber irgendwie stört mich. So ein unnötiges Pokémon mitzuschleppen. So, und jetzt gehen wir direkt wieder aus der Stadt raus. Also, den Strand haben wir ja fast durch, aber eine Kleinigkeit gibt es da noch, nämlich dieses Strandhaus. Da warten noch ein paar Trainer auf mich. Da drin. So, wir verschaffen uns einen ganz kurzen Einblick. So, das sind die ganzen Trainer. Und die muss ich besiegen. Und dann kriege ich einen Preis. Naja, spoiler ich mal so ein bisschen, weil ich das einfach weiß. Ein Preis, weil ich das weiß. Das reimt sich das gut, hä? Na gut, dann danke fürs Zuschauen und im nächsten Part dann Wettbewerb. Mehr oder weniger. Also so eine Challenge. Bis dann.